Um was geht es bei der Erweiterung der Diskriminierungsstrafnorm? Die Diskriminierung und der Aufruf zu Hass aufgrund der Herkunft, Ethnie oder Religion eines Menschen sind strafbar. Das ist in der Diskriminierungsstrafnorm festgehalten. Diskriminierendes Verhalten kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren bestraft werden. Was würde sich ändern? Die Diskriminierungsstrafnorm wird erweitert. Neu ist auch die Diskriminierung oder der Aufruf zu Hass aufgrund der sexuellen Orientierung strafbar. Die sexuelle Orientierung definiert, zu welchem Geschlecht man sich hingezogen fühlt. Zum Beispiel Homosexualität oder Heterosexualität. Die eigene Geschlechtsidentität oder sexuelle Vorlieben zählen nicht zur sexuellen Orientierung und werden nicht von der Strafnorm geschützt. Strafbar ist eine diskriminierende Äußerung oder Handlung, wenn sie gleichzeitig 3 Bedingungen erfüllt. Sie muss öffentlich sein. Äußerungen im Familien- oder Freundeskreis sind nicht strafbar. Sie muss vorsätzlich sein. Täterinnen und Täter müssen bewusst eine Person als minderwertig bezeichnen oder behandeln. Sie muss einer Person Rechte absprechen oder sie als minderwertig bezeichnen oder behandeln. Strafbar ist zum Beispiel die Verweigerung einer öffentlich angebotenen Leistung wie die Bedienung in einem Restaurant. Strafbar ist auch die Demütigung einer Person, zum Beispiel im Internet oder Bus. Was sind die Argumente der Befürworter? Der Schutz vor Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung ist ein Grundrecht. Die Ergänzung der Diskriminierungsstrafnorm schützt Einzelpersonen und Gruppen besser. Die Meinungsäußerungsfreiheit ist nicht bedroht. Es werden nur diskriminierende Äußerungen oder Handlungen verboten. Kritische Diskussionen sind weiterhin erlaubt. Toleranz ist eine Grundlage für die Demokratie der Schweiz. Diskriminierung hat deshalb keinen Platz. Was sind die Argumente der Gegner? Hass und Diskriminierung werden bereits gesellschaftlich und strafrechtlich bestraft. Es braucht keine zusätzlichen Gesetze. Homo- und bisexuelle Menschen sind gleichwertige Mitglieder der Gesellschaft. Die Vorlage macht sie zu einer vermeintlich schwachen Minderheit. Die Meinungsäußerungsfreiheit ist bedroht. Kritische Diskussionen müssen weiterhin möglich sein. Willst du, dass die Diskriminierungsstrafnorm erweitert wird, dann stimme ja. Willst du, dass sie nicht erweitert wird, dann stimme nein.